Im heutigen Video geht es um die elektrische Leitfähigkeit. Ich möchte heute ein paar verschiedene Stoffe überprüfen, ob die jetzt elektrisch leitfähig sind oder nicht, also den elektrischen Strom leiten können. Dazu habe ich einen Leitfähigkeitsprüfer mitgebracht. Das ist hier zwei Koko-Klemmen und hinten habe ich aus einer Musikkarte, so eine Geschenkkarte, das Soundmodul rausgebaut. Da sind zwei Batterien drauf. Und wenn ich das Ganze zusammengebe, beziehungsweise der Strom leitet, dann hört man die Melodie. Wenn da irgendwas den Strom nicht leitet, wie jetzt zum Beispiel der Tisch, höre ich auch keine Melodie. Damit kann ich prüfen, ob der Stoff den Strom leitet oder eben nicht. Das sind die Materialien, die ich probieren möchte. Ihr habt das Protokoll ja auch schon von mir erhalten oder es ist drunter verlinkt, da könnt ihr das auch noch anschauen. Bitte füllt die Beobachtung aus, also welcher Stoff leitet oder nicht, und die Erklärung füllt die bitte unten auch aus. Dann fange ich jetzt an mit der Schnur. Ich habe hier eine ganz normale Schnur mitgebracht. Und überprüft das erste und stell fest, Schnur leitet den Strom nicht. Dann kommen wir zu einem Bleistift. Es geht jetzt nicht um das Holz von dem Bleistift, sondern um die Mine des Bleistiftes. Anders wie ihr vielleicht denkt, ist die nicht aus Blei, das wäre nämlich giftig, sondern die ist aus Graphit, das ist ein Kohlenstoff. Dann nehme ich jetzt einfach mal dieses Teil und male hier auf mein Blatt ein paar dicke Linien. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und halte nun auf beide Seiten dieser Linien und wir können hören, Graphit leitet den Strom. Wenn jetzt auch eher schwach, aber es leitet den Strom. Papier, wenn ich jetzt eh gerade dran bin, kann ich einfach nebendran gehen und ausprobieren, ob Papier leitet. Vielleicht lag es ja gar nicht an dem Graphit, sondern an dem Papier. Und stelle fest, Papier leitet nicht den Strom. Das heißt, es war wirklich das Graphit des Bleistiftes, das hier den Strom geleitet hat. Löffelspatel. Ihr kennt ihn schon aus verschiedenen Experimenten, der Löffelspatel. Der Löffelspatel ist aus Metall und auch hier kann ich es probieren. Und man kann sehr gut hören, Metall leitet den Strom sehr gut. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Metallen, dass sie den Strom leiten. Mal besser, mal weniger gut. Das Geodreieck aus Kunststoff, jeder von euch kennt es, ich hoffe, jeder von euch hat es. Auch hier, wir können nichts hören, das heißt, mein Kunststoff bei Geodreieck leitet den Strom nicht. Kommen wieder zu einem Metall, eine 2-Euro-Münze. Das ist aus einem anderen Metall, wieder Löffelspatel. Und auch hier können wir wieder feststellen, leitet sehr gut den Strom. Als nächstes kommen wir zu unserem Radiergummi. Ganz normaler Radiergummi. Auch hier wieder der Test. Und auch hier haben wir keine Leitfähigkeit. Und ganz zum Schluss unser Glasstab. Auch hier probieren wir aus. Auch der Glasstab leitet den Strom nicht. Das waren jetzt mal die Feststoffe. Ich glaube, die meisten davon waren auch bekannt, welche Strom leiten und welche nicht. Das ist einfach nur mal so nochmal als Grundlage. Ihr seht, nur wenige Stoffe leiten den Strom, ganz, ganz viele. Die meisten leiten den Strom nicht. Wir sprechen hierbei von Leitern. Also Stoffe, die den Strom leiten, nennt man Leiter. Und Stoffe, die den Strom nicht leiten, nennt man entweder Nichtleiter oder Isolator.
Die zwei Begriffe Leiter und Isolator merkt ihr euch bitte. Die sind auch nochmal in dem Merksatz extra erwähnt. Nun kommen wir zu der zweiten Seite. Die ist ein bisschen weiter, ein bisschen komplizierter. Wir haben hier festes Salz, festes Zucker, destilliertes Wasser, Salzwasser und Zuckerwasser. Destilliertes Wasser ist ein spezielles Wasser, wo es keine Verunreinigungen hat. Da sind keine Mineralstoffe, keine anderen Stoffe drin, kein Kalk, kein gar nichts, sondern es ist ganz reines Wasser. Das ist wichtig, denn mit Leitungswasser würde das zum Beispiel jetzt, was ich zeigen möchte, nicht funktionieren. Aber wir beginnen mal mit dem festen Salz. Mein festes Salz in der Packung. Ich gehe mit meinem Prüfer rein. Festes Salz leitet den Strom nicht. Dasselbe probiere ich mit dem Zucker. Auch hier stelle ich fest, fester Zucker leitet den Strom nicht. Nun zu dem destillierten Wasser. Das kann man kaufen im DM, beim Hiba, im Supermarkt kann man das kaufen. Macht man zum Beispiel ganz oft auch in Bügeleisen rein oder Aquarien oder ähnliches. Auch hier gehe ich jetzt wieder in diese Flüssigkeit mit meinen Prüfern rein. Und wir hören nichts. Destilliertes Wasser leitet den Strom nicht. Deshalb nehmen wir in der Chemie für ganz spezielle Experimente immer destilliertes Wasser. Nun möchte ich noch überprüfen, ob mein Salz, wenn ich es in Wasser löse, ob das jetzt den Strom dann leitet oder nicht. Festes Salz leitet den Strom nicht und destilliertes Wasser leitet den Strom auch nicht. Wir stellen fest, obwohl weder destilliertes Wasser noch festes Salz den Strom leitet, leitet aber gelöstes Salz den Strom. Das ist ganz wichtig, denn vor allem in einem Meer oder woanders zu schwimmen bei Gewitter ist extrem gefährlich, denn vor allem Salzwasser leitet den Strom extrem gut. Deswegen konnte ich den Versuch mit dem Wasser vorhin auch nicht mit normalem Wasser, Leitungswasser machen, sondern destilliertem, denn wir haben immer einen bestimmten Anteil an Salzen auch in unserem Leitungswasser. Deswegen leitet unser Leitungswasser auch den Strom. Also auch hier wirklich vorsichtig sein, denn auch da haben wir Salz drin und unser normales Wasser leitet auch den Strom. Nun, der letzte Punkt, wieder destilliertes Wasser. Leitet nicht und ich gebe hier etwas Zucker dazu. Dann überprüfe ich jetzt noch das Zuckerwasser. Und auch hier hören wir hören nichts. Bedeutet, unser Salzwasser leitet den Strom, unser Zucker im gelösten Zustand, das Zuckerwasser leitet den Strom auch nicht. Also auch hier haben wir feststellen können, mein Salz als Isolator und mein destilliertes Wasser als Isolator, wenn ich die beiden aber zusammengebe und die Teilchen sich lösen können, dann leitet Salzwasser. Bei Zucker ist sowohl der feste Zucker wie destilliertes Wasser wie auch das Zuckerwasser ein Nichtleiter. Also hier nochmal wichtig, Stoffe, die den Strom leiten, sind Leiter. Stoffe, die den Strom nicht leiten, sind entweder Nichtleiter oder Fachbegriff Isolatoren. Das zum Thema elektrische Leitfähigkeit. Das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil wir uns immer wieder auch vor den Gefahren des elektrischen Stroms schützen müssen und auch wissen müssen, wo wir vorsichtig sein müssen. Das heißt, bei Leitern immer ein bisschen vorsichtiger sein. Isolatoren dienen wirklich zum Schutz. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.